Herzlich willkommen zu dieser Hatha-Yoga-Lektion. Schön, dass du da bist. In dieser Lektion werden wir uns ganz dem Thema Stabilität und Leichtigkeit widmen. Die Praxis zeichnet sich also durch ein Zusammenspiel von Licht und Fest, oder wie man auf Sanskrit sagt, Sukha und Stira aus. Gerade in der jetzigen Zeit kann das sehr wertvoll sein. Die instabile Lage auf dieser Welt, aber auch persönliche Veränderungen oder Entwicklungen im Berufs- und Privatleben können uns aus der Balance bringen. Mit der heutigen Einheit tun wir uns erden, ohne uns zusätzlich zu beschweren, also mit Leichtigkeit. Für die Lektion brauchst du eine Yogamatte, ein Sitzkissen und allenfalls eine Decke, falls du manchmal Schmerzen bei den Knien oder empfindliche Kniegelenke hast. Ja, dann würde ich sagen, los geht's! Ich lade dich ein, in einen bequemen Sitz zu finden, wo du einige Minuten drin magst verweilen. Das kann der Fersen- oder Schneidersitz sein oder irgendeine andere Sitzposition, wo du dich gut kannst verankern und erden. Die Augen kannst du schließen oder ohne bestimmten Fokus vor dir auf den Boden richten. Eine aufrechte, würdevolle Haltung einnehmen. Eine Haltung, die deine innere Absicht mitträgt. Verankerung und Wachheit. Die Absicht, allem, was du innerlich und körperlich in dieser heutigen Praxis antriffst, mit einer freundlichen, offenen, liebevollen Geisteshaltung zu begegnen. Dann deinen Fokus sanft auf die Atemwahrnehmung lenken, dort im Körper, wo du den Atem besonders gut spürst. Vielleicht im Bauchraum, wo sich die Bauchdecke fein hebt und senkt. Oder beim Brustkorb, wo du das Auseinandergehen und wieder Zusammenkommen von den Rippenbögen kannst bemerken. Oder vielleicht bei der Nase, im Rachenraum oder im Hals, wo du das Ein- und Ausströmen von der Luft spürst. Für einige Atemzüge ganz bei der Atemwahrnehmung verweilen. Du kannst den Atem natürlich fliessen lassen. Manchmal ist es schwierig, den natürlichen Atemfluss beizubehalten, wenn man den Atem anfängt zu beobachten. Falls sich also deine Atemzüge leicht verändern durchs Betrachten, so ist das auch in Ordnung. Vertraut werden mit deinem Atem. Dein Atem kann dein Anker sein und dich immer mit dem gegenwärtigen Moment verbinden. Und wir lösen uns von der Betrachtung vom natürlichen Atemfluss und kommen zu der Wechselatmung Nadi Shodhana. Du kannst dafür deine rechte Hand anheben und Zeigefinger, Mittelfinger und Ringfinger einklappen, sodass nur die Daumen und kleinen Finger abgespreizt bleiben. Du darfst gerne auch auf dem Video schauen oder die Augen geschlossen behalten, falls du die Handstellung schon kennst. Nochmal eine bewusste Ein- und Ausatmung nehmen. Dann die rechte Hand zu der Nase führen, mit dem Daumen das rechte Nasenloch verschließen und auf der linken Seite einatmen. Dann den Daumen lösen, mit dem kleinen Finger links verschliessen und rechts ausatmen. Rechts wieder einatmen. Verschliessen mit dem Daumen, links lösen, links ausatmen. Links wieder einatmen, verschliessen mit dem kleinen Finger, Daumen lösen, rechts ausatmen.
rechts wieder einatmen und in deinem Atemtempo so weitermachen. Immer auf der einen Seite aus und wieder einatmen und dann die Seite wechseln. Wenn dein rechter Arm ermüdet, kannst du den Ellbogen auch mit der linken Hand stützen. Dabei gut darauf achten, dass die Öffnung im Brustkorb beibehalten wird. Wir bleiben in der Wechselatmung Nadi Shodhana, aber du kannst deine rechte Hand sinken und einfach in deiner Vorstellung so weiteratmen. Immer durch ein Nasenloch aus und wieder ein und dann die Seite wechseln. Vielleicht kannst du das spüren, die feine Bewusstseinsarbeit im Naseninneren. Aber es kann auch sein, dass es sich nicht so anfühlt, als würdest du jeweils durch ein Nasenloch separat atmen können. In dem Fall kannst du einfach in deiner Vorstellung so atmen, also mental wie Nadi Shodhana bei der Wechselatmung bleiben. Weiterhin auf einen stabilen Sitz achten. Stabilität und Leichtigkeit. Dich dann von dieser Atemübung fein wieder lösen und in deine natürliche Atmung zurückfinden. Die Augen, falls du sie geschlossen hast, sanft öffnen. Die Augenlider Stück für Stück anheben, immer mehr Licht reinlassen und dich wieder ganz in dem Raum einfinden, wo du jetzt gerade bist. Und dann deine Schultern aufziehen, Richtung Ohren. Und sanft nach hinten und unten setzen. Gerade noch ein zweites Mal die Schultern aufziehen und sanft wieder setzen. Und noch ein drittes Mal in deinem Tempo. Zu viel Stira, also zu viel Festigkeit, kann sich auch in verkrampften Schultern zeigen. Dann kannst du in diesen Bewegungen, die es für dich jetzt gerade braucht, ganz achtsam in Vierfüßlerstand kommen. Wenn du manchmal Schmerzen bei den Knien hast oder empfindliche Kniegelenke, so darfst du gerne eine Decke unter deine Knie nehmen. Die Knie sind unter den Hüftgelenk ausgerichtet, die Handgelenk unter den Schultergelenk. Der Blick ist zwischen die Hände gerichtet, der Rücken ist gerade. In dieser neuen Position ankommen, spüren, wie sich das anfühlt. Im Vierfüßlerstand mit dem nächsten Ausatmen den Rücken nach oben wölben, angefangen beim unteren Rücken, Wirbel für Wirbel runden, Schultern runden, den Kopf senken, der Blick geht Richtung Bauchnabel, den Bauch einziehen, einen Katzenbuckel machen. Mit dem nächsten Einatmen die Bewegung umkehren, wieder im unteren Rücken anfangen, in ein gefühlsvolles Kreuz kommen, Wirbel für Wirbel nach oben kippen, den Rücken durchhängen, die Schultern hinten ziehen, das Brustbein führen, den Kopf aufrichten, Blick nach vorne.
beim nächsten Ausatmen wieder vom unteren Rücken her Wirbel für Wirbel in eine Runde kommen, in Katzenbuckel, auch die Schultern runden, der Blick Richtung Bauchnabel. Und mit dem Einatmen wieder Wirbel für Wirbel in ein geführtes Hohlkreuz. Diese Übung in deinem eigenen Tempo weitermachen, verbunden mit deinem Atemfluss. Ganz bei der Körperwahrnehmung bleiben. Spüren, was bei den Wirbelsäulen passiert. In den Schultern, beim Nacken. Die Bewegung langsam ausklingen, indem du nach der nächsten Ausatmung in neutralen Vierfüßerstand zurückfindest. Das rechte Bein lang nach hinten ausstrecken. Der Fuß hat Bodenkontakt. Dann das Bein anheben, nach hinten strecken. Eine Verlängerung der Wirbelsäule. Der Fuß ist geflext. Wenn es dir möglich ist, den linken Arm anheben und nach vorne strecken. Ein Gerade vom Rücken über die Schulter bis in die Fingerspitze. Balanciert mit dem gehobenen rechten Bein und linken Arm auf den Atem achten. Ruhig weiter schnaufen. Blick nach oben auf die Matte oder nach vorne, was für dich besser geht. Dich lang machen, von den geflexten Fersen bis zu den Fingerspitzen eine lange Linie. Rücken und Schultern spüren. Und auch schaffen von den Muskeln. Dann Arm und Bein senken und wieder auf dem Boden abstellen im Vierfüßerstand. Und einen Moment lang nachspüren. Jetzt das linke Bein nach hinten ausstrecken, den Fuß noch am Boden behalten. Das Bein anheben, strecken, der Fuß ist geflext. Und wenn es dir möglich ist, den rechten Arm anheben und nach vorne strecken, sodass eine lange Linie entsteht, von den geflexten Fersen bis zu den Fingerspitzen. Blick runter auf die Matte oder nach vorne. Auf deinen Nacken achten, die Kopfhaltung wählen, die sich für dich angenehm anfühlt. Weiter atmen, so natürlich wie möglich und Balance halten. Den Körper spüren. Ihn annehmen, wie er gerade ist, mit den Grenzen, die jetzt gerade sind. Und dich dann aus dieser Position wieder lösen und zurückfinden in neutralen Vierfüßerstand. Falls du eine Decke verwendet hast, kannst du sie jetzt auf die Seite legen. Dann deine Zehen umstülpen, dich in herabschauende Hund schieben und allenfalls den Abstand zwischen Hand und Füße noch ein Stück vergrössern. Dich gut einrichten im herabschauenden Hund. Die Füße sind hüftbreit auseinander, die Knie beugt. Es geht weniger darum, die Fersen an den Boden zu bringen, sondern darum, Länge im Rücken zu kreieren. Die Sitzbeinhöcker streben Richtung Himmel. Die Ohren sind zwischen den Armen, die Finger breit aufgefächert. Der Atem fließt natürlich. Dann den Blick zwischen die Hände richten und in kleinen Schritten zu deinen Händen führen laufen. Halbe Vorbeuge, schau auf. Der Rücken ist lang und gerade. Fingerspitzen allenfalls sogar am Boden oder auf den Schienbein. Nochmal abtauchen in eine ganze Vorbeuge. Die Knie sind beugt, der Rücken rund, die Arme hängen aus den Schultergelenken raus. Auch der Kopf hängen, die Halswirbelsäule ist entlastet. Dann die Hände zusammenbringen
und dich mit geradem Rücken und gestreckten Armen aufrichten. In eine sanfte Rückbeuge kommen. Die Hand wieder runterführen vor das Herz ins Anjali Mudra. Einen Moment noch spüren. Wir fließen jetzt durch einen Sonnengruß. Surya Namaskar. Der Atem darf hier dabei so sein, wie es dir gerade angenehm ist. Zum Starten aufrecht und ruhig dastehen und spüren, wie der Atem fließt. Das Gewicht gleichmäßig auf den Fußsohlen verteilen. Die Füße sind geschlossen, die Kniegelenke ganz leicht beugt. Die Schulterblätter fließen zueinander und nach oben, sodass der Brustkorb geöffnet ist. Dann die Hände über vorne aufnehmen, zusammenführen und in eine sanfte Rückbeuge kommen. Vorne runtertauchen, die Stirn Richtung Knie bringen, die Knie immer noch leicht beugt, der Rücken ist rund. Aufschauen, der Rücken lang, die Schulter entspannt, halbe Vorbeuge. Dann die Hände abstellen, mit dem rechten Bein Schritt zurück machen, das linke Bein folgt. Ins schräge Brett kommen, die Yoga-Liegestütze. Die Hände sind etwa schulterbreit auseinander, die Handgelenke unter den Schultergelenken. Dich absenken. Entweder, indem du die Knie zuerst am Boden abstellst oder direkt aus der Yoga-Liegestütze raus auf den Bauch ablegen. Die Hände befinden sich jetzt unter den Schultern. Die Fußrist auf den Matten ablegen. Den Oberkörper anheben. Die kleine Kobra. Die untere Rückenmuskulatur arbeitet hier dabei. Nur ganz leicht Gewicht auf die Hände geben. Wieder ablegen und zurückstoßen in herabschauende Hund. Die Ohren zwischen den Armen. Die Finger gespreizt. Wenn du möchtest, kannst du etwas auf der Stelle treten für eine Dehnung in der Beirückseite. Dann den Blick zwischen die Hände richten und in kleinen Schritt vorwärts laufen zu deinen Händen. Die Füße sind geschlossen. Aufschauen, der Rücken lang, die Schulter entspannt, halbe Vorbeuge. Nochmal abtauchen in die ganze Vorbeuge. Mit geradem Rücken aufrichten, die Arme über den Kopf nehmen, in eine Rückbeuge kommen. Die Arme wieder senken. Hand vors Herz nehmen, Anjali Mudra. Einen Moment noch spüren. Ganz präsent sein, nahe bei der Körperwahrnehmung bleiben. Nochmal auf deine Haltung achten. Deine Knie sind ganz leicht gebeugt, von außen kaum sichtbar, aber für dich spürbar. Dann kannst du deine Hände bei der Hüfte einstellen, das Gewicht aufs linke Bein verlagern, das Knie bleibt leicht beugt und mit rechts einen kleinen Schritt zurück machen und nur noch mit den Zehen den Boden antippen. Du fängst an, den Oberkörper abzusenken und gleichzeitig das hintere rechte Bein mit geflextem Fuß anzuheben. Wir senken uns ganz langsam in Krieger 3, Virabhadrasana 3. Der Oberkörper und das rechte Bein sind parallel zum Boden. Der Blick geht senkrecht nach oben, unter deinem Kopf auf die Matte. Wenn es für dich schwierig ist, Oberkörper und Bein parallel zum Boden zu halten, kannst du auch weniger tief in die Position hineingehen. Also den Oberkörper weniger absenken und das rechte Bein weniger anheben. Dann die Arme nach hinten ausstrecken, die Schultern bewusst von den Ohren wegziehen und die Balance geniessen. Vielleicht zittern die Standbeine ein bisschen, aber das bedeutet nur, dass dein Hirn gerade verschiedene Muskelgruppen ansteuert, um zu schauen, welche Muskeln dich jetzt in einem stabilen Stand halten können. Und vielleicht kannst du auch deine Zehen vom linken Fuß ein bisschen entspannen,
sie lösen, falls sie sich jetzt in die Matte krallen. Schenk dir hier ein Lächeln. Die Leichtigkeit beibehalten in dieser Gleichgewichtshaltung. Der Kiefer ist gelöst. Und dann das rechte Bein wieder senken, den Oberkörper aufrichten, die Füße nebeneinander abstellen, die Arme entspannt neben dem Körper. Einen Moment lang nachspüren. Und du weißt, was kommt? Der Krieger 3 auf der anderen Seite. Dazu wieder die Hände einstellen, das Gewicht aufs rechte Bein verlagern, eine leichte Beugung in dem Bein beibehalten und das linke Bein nach hinten ausstrecken. Die Zehen vom linken Fuß haben noch Bodenkontakt. Und dann den linken Fuß langsam vom Boden lösen. Der Fuß ist geflext, das Bein davon anheben. Gleichzeitig den Oberkörper absenken. Wenn möglich mit Oberkörper und linkem Bein parallel zum Boden kommen. Aber wenn das nicht geht, dann kannst du auch das Bein weniger anheben und den Oberkörper weniger absenken. Die Arme nach hinten nehmen. Aktivität bis in die Fingerspitzen. Zu viel Sukha, also zu viel Leichtigkeit, bemerken wir, wenn wir nicht genügend geerdet sind, wenn das Halten von der Balance schwerfällt. Der Atem natürlich fließen. Das Gesicht bleibt auch in der Anstrengung ganz weich und gelöst. Und dann das linke Bein wieder senken, Oberkörper aufrichten, Füße nebeneinander bringen, die Arme entspannt am Körper und einen Moment lang die Empfindungen in den Beinen im Feld der Aufmerksamkeit halten. Dann senken wir uns langsam ab in eine ganze Vorbeugung. Die Schultern sind rund, der Rücken rundet sich mehr und mehr, die Arme hängen aus den Schultergelenken raus. Einen tiefen Atemzug nehmen in dieser Vorbeuge. Dann kannst du in diesen Bewegungen, die es für dich jetzt gerade braucht, das Gesäß auf die Matte bringen und in einen Sitz kommen. Deine Beine sind aufgestellt, die Hände hinter dir aufgestützt, Finger zeigen zum vorderen Mattenrand. Du kannst dich noch ein bisschen nach hinten absenken und dann deine Beine anheben, und zwar so, dass die Unterschenkel parallel zum Boden sind. Die Füße sind geflext. Dann deine Arme anheben und nach vorne ausstrecken. Die Hände sind auf der Höhe der Unterschenkel, die Handinnenflächen schauen gegen deine Beine. Navasana, das Boot. Eine sehr kraftvolle, anstrengende Haltung. Trotzdem kannst du versuchen, Leichtigkeit reinzubringen, indem du alle Muskeln loslässt, die es gerade nicht braucht. Zum Beispiel die im Gesicht. Du darfst natürlich jederzeit deine Beine von einer Pause wieder abstellen. Und vielleicht magst du sogar mehr machen und ins tiefe Boot kommen. Für das senkst du den Oberkörper noch etwas mehr ab, aber ohne, dass der Rücken den Boden berührt. Und streckst deine Beine aus. Die Füße immer noch geflext, die Arme immer noch nach vorne gestreckt. Die Aktivität spüren. Falls du im tiefen Boot bist, kannst du dich jetzt wieder aus der Kraft der Bauchmuskeln raus in die Ursprungshaltung Navasana ziehen. Dann stellen wir die Beine wieder ab. Du kannst dich vorbeugen, deine Beine umarmen, den Kopf zwischen Knien sinken und einen Moment lang noch spüren. Dann unter deine Kniekehlen greifen und dich in einer langsamen Bewegung nach hinten absenken, bis dein Rücken auf der Matte aufliegt. Dir einen Moment lang Zeit nehmen, um in dieser Haltung anzukommen. Die Beine bleiben aufgestellt,
Allenfalls kannst du sie noch etwas näher zum Gesäß hernehmen, falls sich das für dich gut anfühlt. Die Hände auf dem Bauch oder entspannt neben dem Körper. Jetzt geht es dann in eine Drehung. Dazu die Hände hinter dem Kopf verschränken. Die Fußsohlen eng zum Gesäß ziehen, die Beine und Knie nahe beieinander. Das Becken ein bisschen nach links verschieben und dann die Knie sanft nach rechts im Boden entgegen sinken. Dabei kommt vielleicht der linke Fuß über den rechten Fuß, aber vielleicht verlieren die Füße den Kontakt zueinander. Auch die Knie können den Kontakt zueinander verlieren. Einfach hängen, nichts erzwingen. Die Position sollte weich und entspannt sein. Den Kopf, wenn das für dich geht, nach links drehen, so weit, wie es angenehm ist. In deine linke Flanke spüren. Ein- und ausatmen. Mit der Schwerkraft in den Boden sinken. Beim Einatmen wahrnehmen, wie sich der Bauch ausdehnt. Beim Ausatmen spüren, wie er absinkt. Beim nächsten Einatmen die Knie langsam wieder aufrichten und auch das Becken wieder einmitten. Den Kopf wieder zur Mitte drehen. Dann das Becken nach rechts verschieben. Die Knie auf die andere Seite nach links sinken. Vielleicht berühren sie sich weiterhin, vielleicht verlieren sie den Kontakt zueinander. Einfach ausprobieren und wahrnehmen, was sich für dich gut anfühlt. Den Kopf, wenn es dir möglich ist, nach rechts drehen. In die Position hinein entspannen. Es sollte eine Dehnung geben, aber sich gleichzeitig auch entspannt anfühlen. Mit jedem Ausatmen den Körper etwas tiefer in den Boden sinken. Währenddem du die Dehnung und auch die Drehung im unteren Rücken wahrnimmst und vielleicht sogar magst geniessen. Dann die Knie wieder aufrichten, das Becken in die Mitte verschieben und auch den Kopf wieder in die Mitte drehen. Die Beine ausstrecken, die Arme neben den Körper bringen, Handflächen schauen zur Decke. Wir kommen mit Endentspannung, Shavasana. Deine Füße fallen locker nach aussen. Auch die Arme sind ganz entspannt am Körper. Dich tragen von der Matte, Entspannung in den Füßen, ganz loslassen, in die Matte sinken. Deine Beine liegen schwer und entspannt auf der Matte auf. Auch dein Becken, die ganze Rücken. Die Schulterblätter sinken in den Boden. Deine Arme lassen sich tragen, die Hände entspannt. Finger natürlich krümmt. Schwer liegt dein Hinterkopf auf der Matte auf. Auch im Gesicht kannst du alle Muskeln loslassen. Vielleicht hilft dir die Vorstellung, dass eine feine Feder ganz sanft über dein Gesicht streichelt und alles löst,
und weich macht. Wir tauchen ganz in die Stille ein. Der Körper als Ganzes spüren, der Atem und das Leben, wie es sich von Moment zu Moment entfaltet. Wir lösen uns sanft aus Shavasana. Vielleicht möchtest du dich jetzt strecken, dehnen oder gähnen. Wahrnehmen, was der Körper jetzt braucht. Vielleicht auch die Finger und Zehen bewegen. Die Hand- und Fußgelenke noch reisen. Dich dann auf die rechte Seite drehen und noch mal einen Moment lang spüren, wie dich der Boden dreht. Wenn du möchtest, kannst du auch die Beine ein bisschen anziehen und die Finger von deiner linken Hand sind breit aufgefächert und haben Bodenkontakt. Dich dann mit dem linken Arm aufstützen und in den Bewegungen, die es für dich gerade braucht, ganz achtsam in eine Sitzhaltung finden. Du darfst dir Zeit nehmen und auch ganz frei wählen, was das für ein Sitz ist. Und wenn du möchtest, kannst du im Sitzen die Augen auch nochmal schließen. Die Arme kraftvoll über die Seite aufnehmen und die Hände über dem Kopf zusammenführen. Dann die zusammengelegten Hände runterführen vors Herz. Deinen Kopf über deine Hände senken und dir dafür danken, dass du dir die Zeit genommen hast für die Yoga-Praxis, um dich ganz deinem Körper und Geist zu widmen. Und vielleicht magst du auch einen liebevollen Wunsch in die Welt rausgeben. Irgendetwas, wo du dieser Welt oder einem bestimmten Lebewesen wünschst. Dann deinen Kopf wieder anheben, die Arme senken und die Augen öffnen, falls du sie geschlossen gehabt hast. Danke vielmals fürs Mitmachen. Namaste.